willkommen bei mir im Atelier. Ich bin Tanja Hausmann und du bist bei mir, weil du mit mir Karten basteln möchtest. Ja, ich habe heute eine schnelle Kartenidee wieder für dich. Und wenn du wissen willst, wie ich die gemacht habe, dann bleib jetzt einfach dran, weil wir machen wieder eine Feierabendkarte zusammen. Und wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du immer über neue Videos informiert wirst. Viel Spaß! Für das heutige Projekt brauchen wir unter anderem Glimmerkarton. Den habe ich schon zugeschnitten in 15 x 22 cm. Dann brauchen wir weißen und blauen Fotokarton und dieses Designpapier in Blau. Das hat einmal diese Streifen und auf der Rückseite ist es gepunktet. Dann brauchen wir auch Stempelhilfe und Stempel und Stempelfarbe. Ich habe hier einmal die auf Wasserbasis und das ist eine Pigmentstempelfarbe in metallisch blau. Außerdem brauchen wir auch doppelseitigen Kleberoller, Flüssigkleber und ich habe jetzt hier noch so Klettverschlüsse und Halbperlen selbstklebende. Außerdem brauchen wir natürlich ein Schneidebrett zum Prägen und Schneiden. Alternativ geht es natürlich mit Bleistift und Cutter und natürlich einem Prägestift. Dann habe ich hier mal was schnell vorbereitet. Wir brauchen nämlich auch Stanzer. Einmal einen großen Schmetterling in 3 Inch. Alternativ könnt ihr natürlich auch ein Streuteil oder irgendeinen anderen Schmetterling, den man aus dem Stanzbogen zum Beispiel nimmt, nehmen. Dann haben wir noch einen Herzlocher, den habe ich da in 2,5 Inch genommen. Auch das Designpapier ausgestanzt, Fotokarton ausgestanzt in Blau mit 7,6 x 5,6 cm Fotokarton und weißen Fotokarton 5,1 x 3,7 cm auch einmal ausgestanzt. Da haben wir also unsere Streuteile. Dann habe ich mir Designpapier auch schon zurechtgeschnitten und zwar ganz dünn in einem Streifen von 15 x 4 cm. So, jetzt nehme ich mal als erstes meinen Glimmerkarton, der ja das Kartenrolling darstellt, und falze den jetzt bei 5,5 cm auf beiden Seiten. Hier lege ich uns wieder die Karte hin, da geht es ja hin. Und zwar falzen wir jetzt oder knicken jetzt das Gefalzte einmal ein. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Falzbein nach. Das ist auch so ein Basistool, was ich eigentlich immer benutze, wenn ich mit Papier bastel. Als nächstes nehme ich jetzt meinen Streifen. Ich werde das jetzt aber, weil ich eine andere Karte basteln möchte, jetzt einmal umdrehen und einfach mal andersrum basteln. Das heißt, hier kommen jetzt meine Punkte hin und den Schmetterling klebe ich nachher auch andersrum, dass er dann gestreift wird. Jetzt nehme ich meinen doppelseitigen Kleberoller und klebe meinen Streifen einmal auf. Jetzt nehme ich mir mein Wölkchen, ja, ich nenne es mal Wölkchen, und klebe auch das mit doppelseitigen Kleberolle auf, aber nur ja, ein kleines Stück, wie ihr seht, damit ich halt die Karte nochmal aufbekomme. Und jetzt nehme ich mir meinen Klettverschluss. Sowas gibt es in verschiedenen Größen. Wenn ihr nur groß bekommt, kann man die natürlich auch klein schneiden und nur zur Hälfte nehmen zum Beispiel. Das klebe ich einmal auf. Und habe so meinen Verschluss für die Karte. Jetzt nehme ich mir meine Stempelhilfe und stempel mir meinen Geburtstagsglückwunsch einmal auf. Das mache ich mit der Pigmentstempelfarbe und zwar ist das blau metallisch. Das braucht ein bisschen länger zum Trocknen, deswegen lege ich das jetzt erstmal zur Seite, damit es in Ruhe trocknen kann.
In der Zeit habe ich mir Fotokarton zugeschnitten auf 10 x 14 cm. Das ist ja ein Format, das ich oft benutze bei Karten, wenn ich jetzt Einleger oder Aufleger mache. Ja, und da stempel ich jetzt meinen Spruch in blauer Stempelfarbe einmal auf. Als nächstes nehme ich jetzt mein Blending-Tool und brush mit der gleichen Stempelfarbe einmal den Rand an. Das kennt ihr ja von anderen Kartenprojekten schon von mir. Und als nächstes nehme ich jetzt ja meine Karte oder mein Kartenrolling und klebe das Ganze mit doppelseitigem Kleberoller einmal in die Mitte. Hier seht ihr mein Musterkärtchen. Da habe ich es ja schon fertig. Ich mache das da auch wieder mit doppelseitigem Kleberoller. Und nachdem ich mein Kärtchen aufgetragen habe, klebe ich natürlich auch direkt mein Herz auf. Und das klebe ich aber diesmal nicht so rum wie da, sondern ich klebe es so rum, dass ich diesmal diese gewellte Seite nach oben habe. Und als nächstes nehme ich noch ja, das gestempelte ist ja mittlerweile getrocknet. Klebe auch das mit doppelseitigem Kleberoller einmal auf. Und jetzt kommen natürlich noch hier diese Halbperlen. Das sind so selbstklebende. Ihr könnt alternativ natürlich auch zum Beispiel mit einem Polsterpen oder so, wenn ihr habt, dann natürlich auch Perlen hinmalen. Jetzt nehme ich meinen Schmetterling, den knicke ich einmal. Den wollte ich ja auf dem Moment. So wollte ich den ja haben, ne? Nicht, dass ich es jetzt wieder falsch rum mache. Den knicke ich einmal, damit die Flügel aufstehen. Und jetzt nehme ich meinen Flüssigkleber. Mache ein paar Tröpfchen drauf. Schau, wo ich ihn hinhaben möchte. Drück an. Ja, das war meine heutige Feierabendkartenidee für dich. Und ich hoffe, es hat dir gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin sage ich, bastel dich glücklich, deine Tanja.